Hallo! Dieses Video ist ein Video der etwas anderen Art, was ihr so auf meinem Kanal normalerweise nicht habt, aber es war mir trotzdem wichtig, dieses Video zu machen und ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, warum ich dieses Video mache. 1990 hat eine Mutter von zwei Töchtern und Ehefrau eine sehr vernichtende Diagnose bekommen. Leukämie. Blutkrebs. Und obwohl sie Chemotherapie und Bestrahlung bekommen hat, hat sie einige Monate später einen Rückfall gehabt und für die Ärzte war klar, die Krebszellen sind nicht zu zerstören. Ihre letzte Hoffnung war eine Stammzellenspende und das war zu der Zeit in Deutschland ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, denn nur wenige Leute hatten sich registriert und hatten gesagt, hier hallo, wenn jemand meine Stammzellen braucht, würde ich spenden. Damit begann also die Suche nach einem geeigneten Spender von der Familie und auch den Ärzten. Es hat eine ganze Weile gedauert, aber irgendwann hat man dann eine junge Studentin gefunden, die sich bereit erklärt hat, zu spenden und das hat sie auch getan. Leider kam diese Spende zu spät. Die Hintergründe weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Frau vielleicht einfach schon zu schwach war und der Körper dazu nicht mehr in der Lage war, die Rettung auch anzunehmen. Aber sie ist am Ende an ihrem Krebs gestorben. Ihr Tod war der Anlass für ihren Mann und auch den behandelnden Arzt zu sagen, das geht so nicht weiter, wir brauchen in irgendeiner Form eine Datenbank für Leute, die sagen, ich würde Stammzellen spenden und für Leute, die sagen, hallo, ich brauche Stammzellen. Also haben sie die DKMS gegründet, die Deutsche Knochenmarkspende. Da habt ihr garantiert schon mal in irgendeiner Form eine Werbung gesehen mit diesem witzigen Wattestäbchen und die registriert bis heute potenzielle Spender und bringt die zusammen mit Leuten, die an Leukämie erkrankt sind, mit Familienvätern, mit Müttern, mit Cousinen, mit Freunden, mit ersten großen Lieben, mit Omas, mit Opas, einfach mit Leuten, die eine Spende brauchen, um weiterzuleben. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, erzähle ich das nicht, um euch zu unterhalten mit einer netten Geschichte, sondern um euch darauf aufmerksam zu machen, dass es die DKMS gibt, dass es diese Problematik mit fehlenden Spendern gibt und dass es die Möglichkeit gibt, sich registrieren zu lassen. Was ich aber auf gar keinen Fall mit diesem Video machen will, ist zu sagen, ihr müsst euch registrieren, sonst seid ihr schlechte Menschen. Ich erhoffe mir aber so ein kleines bisschen, dass ihr euch vielleicht doch den kleinen Moment Zeit nehmt und drüber nachdenkt, möchte ich vielleicht Spender sein oder möchte ich es nicht? Einfach für euch im Kopf die Entscheidung fällen. Mehr will ich gar nicht. Und wenn ihr kein Spender sein wollt, ist das völlig in Ordnung. Aber wenn ihr vielleicht einer sein wollt und ihr wusstet gar nicht, dass die Option besteht, gibt es einen Link in der Infobox. Spenden kann jeder zwischen 18 und 55 Jahren und ihr könnt euch registrieren, indem ihr einfach zur DKMS direkt geht und euch eine Blutprobe abnehmen lasst und euch damit registriert. Oder ihr lasst euch ein Briefspendeset zuschicken, da gibt es so ein kleines Wattestäbchen, das ist das, was wir immer in den Werbungen gesehen haben. Das packt ihr euch in den Mund, wackelt so ein bisschen drin rum, da gibt es auch eine Anleitung, wie man das genau macht. Tut es zurück in das Glasröhrchen und schickt es zurück und seid registriert und könnt im Zweifelsfall ein Leben retten. Für mich ganz persönlich, ich spreche da wirklich ausschließlich für mich, ist das die größte Heldentat, die man tun kann, jemand anderem das Leben schenken. Und nicht nur demjenigen, dem ihr die Spende gebt, sondern allen um ihn herum, allen Menschen, die ihn lieben, alle Menschen, die hoffen, dass er wieder gesund wird. Und das ist, finde ich, wahnsinnig wertvoll. Und es gibt einen kleinen Haken bei der Registrierung. Ich sag's nur vorher, damit ihr nicht euch erschreckt. Natürlich müssen eure Proben, die ihr abgebt, von Leuten ausgewertet werden. Das heißt, da arbeiten Leute, die bezahlt werden müssen. Und deswegen kostet eine Registrierung 50 Euro. Das ist für einige Menschen nicht viel. Ich würde das bezahlen. Ich habe es bezahlt. Aber für andere Menschen ist das wahnsinnig viel Geld. Wenn ihr jetzt sagt, ich würde spenden, aber ich habe das Geld nicht. Bitte meldet euch trotzdem bei der DKMS. Denn es gibt auch Leute, die sagen, okay, ich habe die 100 Euro, ich bezahle einfach 100 Euro für meine Registrierung, dann kann sich noch wer anders mitregistrieren lassen. Oder es gibt Leute, die sagen, also ich würde mich nicht so gern registrieren, das ist mir irgendwie komisch, aber ich gebe euch gerne eine kleine Spende, damit es Leute können, die wollen. Ich finde es großartig, dass es sowas wie die DKMS gibt und ich finde es großartig, dass es Leute gibt, die sich dazu bereit erklären zu spenden. Das ist so toll. Wenn man sich so ein bisschen reinliest in diese ganze Sache, ist es auch total spannend, diese Geschichten um diese ganze Organisation zu hören. Nach 5 Jahren können Spender und Empfänger zum Beispiel beide entscheiden, möchte ich Kontakt zum jeweils anderen oder möchte ich das nicht? Und es ist rührend ohne Ende zu lesen, wie diese Geschichten ablaufen von den Leuten, die entscheiden, sie wollen sich kennenlernen, weil die natürlich durch diese ganze Spendenaktion fast wie Geschwister sind oder wie beste Freunde, die jahrelang ein völlig unterschiedliches Leben geführt haben, die keine Ahnung hatten von der Existenz des anderen und die dann plötzlich an diesem Punkt so zusammengeschweißt werden, weil sie einander das Leben retten oder der eine dem anderen das Leben rettet. Das ist Wahnsinn. Der Anlass für dieses Video ist eine E-Mail von Sophie aus Berlin. Hallo an dich, ich danke dir für diese zauberhafte E-Mail. Die hat sich frisch verliebt und hat ihre erste große Liebe gefunden. Und kurz nachdem sie sich kennengelernt haben, hat ihr Freund die Diagnose bekommen und hat Gott sei Dank einen Spender gefunden. Und es ist so rührend zu lesen, wie glücklich sie darüber ist und wie schön es ist zu sehen, dass es ihm tagtäglich besser geht. Und auch an dem Beispiel sieht man, dass es nicht nur ihm das Leben gerettet hat, sondern es hat ihr Herz gerettet, es hat seiner Familie das Herz gerettet, es hat ihrer Familie das Herz
Herz gerettet und irgendwie wahnsinnig viele Leute glücklich gemacht, dass es möglich war, ihm das Leben zu retten, einem jungen Menschen das Leben zu retten. Wie gesagt, ich will euch mit diesem Video nicht überreden. Ich wollte euch nur informieren, falls ihr noch nicht wusstet, was die DKMS ist. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt bitte gut auf euch auf und wenn ihr mögt, sehen wir uns am Sonntag zum Kaffeeklatsch. Bis dann. Tschüss!